Hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten an diesem Montag nach dem Super Bowl. Eigentlich, nee, ich weiß ja gar nicht, wann ihr das guckt, aber ich dreh's am Montag nach dem Super Bowl. Es ist 10 Uhr morgens, ich hätte natürlich gerne länger geschlafen, aber es muss ein Video raus für dieses Spiel. Eigentlich hatte ich für heute was anderes geplant, was rauskam. Das kommt jetzt morgen, aber für diesen Super Bowl muss ich definitiv einen Rückblick bringen. Ich dachte eigentlich vorher, dass wir nach dem letzten Super Bowl, den wir hatten mit Atlanta und New England, dass wir nur enttäuscht werden können. Und oh mein Gott, lag ich falsch. Das war ein sehr spannendes Spiel mit vielen Punkten, was gerade vielen von euch, die sich noch nicht so lange mit Football beschäftigen, vermutlich sehr gut gefallen haben wird. Um das Allerwichtigste vom Spiel vorwegzunehmen, mein Tipp war richtig, die Eagles haben gewonnen und Philadelphia brennt. Von den ersten Bildern, die ich gesehen habe, vom Ritz-Carlton, da dieses Vordach ist eingebrochen, weil da Leute drauf gefeiert haben. Autos werden umgeschmissen, Feuer. Es war zu erwarten, ist natürlich trotzdem nicht cool zu sehen, wirklich, weil ich meine, so sehr man sich auch freut über den Sieg, das Auto gehört irgendjemandem. Und wenn er jetzt, sage ich mal, keine Versicherung hat oder ja, kein Geld und was weiß ich, dann ist halt einfach mal sein Auto futsch und sein Leben ist ein Stück weit kaputt, so damit. Und ja, deswegen bin ich persönlich kein großer Fan davon, aber ich verstehe natürlich, dass diese Freude raus muss, gerade für so eine leidenschaftliche Stadt wie Philly. Ich habe nicht allzu viel Zeit heute, deswegen werde ich einfach ein paar kurze Statements rausschmeißen und die sind alle offen zur Diskussion. Also wenn ihr irgendwas davon komplett anders gesehen habt, dann lasst mich unbedingt wissen in den Kommentaren. Diskutiert gerne miteinander. Ich komme ansonsten auch dazu und diskutiere mit im Chat. Also unbedingt. Erstes Statement. Die Eagles Defense war stark und ist genau in den Momenten da gewesen, wo es gezählt hat. Die Passverteidigung bzw. generell ein paar Incompletions beim allerletzten Drive rausgeholt. Beim Drive davor natürlich das Allerwichtigste, der Strip Sack. Nächstes Statement. Die Patriots Defense wird nächstes Jahr komplett aufgeraucht werden. Denn talentmäßig von den Spielern war da wirklich nicht viel los. Wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, was Eric Rowe gemacht hat, der Cornerback, und Patrick Chung hatte auch nicht unbedingt sein bestes Spiel. Dann guckt man sich dazu Matt Patricia an, der meiner Meinung nach wirklich ein defensives Genie ist. Der ist nächstes Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weg. Das wird in den nächsten Tagen vermutlich offiziell gemacht. Und dann frage ich mich, was soll da passieren nächstes Jahr? Drittes Statement: Nick Foles hat deutlich, 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 deutlich besser gespielt als Tom Brady. Alle haben dann im letzten Drive nochmal was erwartet von Tom Brady. Auch da war er nicht gut. Ich habe das gesamte Spiel über versucht mitzuzählen, wie viele wirklich beeindruckende Würfe er hat. Und ich hatte keinen, wo ich wirklich gesagt habe: Wow, der war beeindruckend. Es waren ein paar Würfe dabei, wo man erstmal den Pass Rush anguckt und dann sagt: Krass, wie hat er den noch losgeworden, den Ball? Aber in den meisten Fällen hatte er dann einen komplett offenen Amendola oder Hogan oder von mir aus sogar Brandon Cooks am Anfang noch und dann Philip Dorsett. Also wirklich beeindruckende Würfe waren nicht da. Noch dazu kamen gefühlt 70% von seinen ganzen Yards, die er gehabt hat, in dem Spiel, was er yardmäßig alle Super Bowl-Rekorde gebrochen hat, nach dem Catch. Das heißt, viel mit Screens und kurzen Pässen, die dann lang weit getragen wurden, wurde gearbeitet und das schmälert für mich ein bisschen seine Leistung. Viertes Statement, wo wir gerade vom Schmälern der Leistung reden: Wenn Nick Foles in der Offensive genauso gut oder fast so gut aussieht wie Carson Wentz, dann ist das eine Systemfrage. Das heißt, Doug Peterson hat da wirklich ganze Arbeit geleistet mit der Offense, hat sich stark entwickelt, hat ein starkes System implementiert in Philadelphia. Und das Ganze schmälert ein bisschen Carson Wentz Leistung. Also wenn man sich jetzt anguckt, wie gut Nick Foles funktioniert in dem System, dann nimmt es ein bisschen was weg von Carson Wentz und er ist nicht mehr wirklich in der MVP-Debatte jetzt in der Retrospektive. Nächstes und letztes Statement, das war, glaube ich, eines der besten Offensive-Line-Spiele, was ich je gesehen habe. Wir hatten genau einen Sack in dem gesamten Super Bowl auf beiden Seiten zusammen. Also, dass die Eagles-Line super ist, wussten wir. Dass der Coach von der Patriots-Line brillant ist, das wissen wir auch. Aber dass es wirklich so sehr ausartet, das hätte ich nicht gedacht. Also, Gratulation an beide O-Lines, obwohl natürlich die New England O-Line sich da nicht viel von kaufen will. So, ganz kurzer Rückblick, wie gesagt, das war's auch schon. Ich habe vor, meine eigenen Award-Shows zu machen, weil ich mit ein paar der Awards nicht wirklich mitgehe. Ihr habt gesehen, Rookie of the Year, Offensiv, Defensiv gab's, Spieler des Jahres, Coach des Jahres, MVP und sowas, wurde alles verkündet und ich habe überlegt, davon meine eigene Version zu machen. Kommt vermutlich irgendwann Ende der Woche.
Dann werde ich jetzt richtig anfangen mit dem Draft, mit den Positionsgruppen, die besten Wide Receiver im Draft, die besten Running Backs im Draft, die besten Quarterbacks im Draft, alles sowas. Der nächste Mock Draft ist auf dem Weg, dauert vielleicht noch ein bisschen, nächste Woche irgendwann, denke ich. Also draftmäßig geht es jetzt richtig los. Nur weil der Super Bowl vorbei ist, ist Football nicht vorbei. Also, wer Football liebt, abonniert diesen Kanal und wir werden noch Großes schaffen zusammen für den Football. Aber natürlich will ich hier überhaupt keinem das Recht nehmen zu trauern. Ich werde auch trauern, denn wir werden ewig keine Football-Spiele sehen. I will remember you. Will you remember me? Alles klar, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat der Super Bowl gefallen. Ich hoffe, euch hat die Saison gefallen. Wenn ihr neu hier seid und den Football liebt, einfach abonnieren. Ich freue mich sehr über neue Abonnenten. Inzwischen fast bei 350 und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Ciao.